Baldrian oder auch Valerianer. Hier geht es konkret natürlich um das Baldrianöl. Kann es eigentlich noch irgendetwas, außer zu beruhigen? Und wie wenden Sie es am besten an? Bleiben Sie dran, gleich gibt es die Infos dazu. Baldrian stammt aus Belgien und Kroatien und hier wird die Wurzel, also nicht die Blüten, die Sie sehen, sondern die Wurzel wird hier dampfdestilliert. Ja, es ist sehr beruhigend, also damit auch entspannend, erdend, emotional ausgleichend. Es kann somit also auch für einen besseren Schlaf sorgen. Und wie wenden Sie es jetzt am besten an? Baldrianöl. Das gehört zu den Ölen, die Sie auch wirklich pur anwenden können, pur auf die Haut. Einmal natürlich wieder die Variante mit dem Inhalieren aus den Händen. Oder auch direkt pur auf den Nacken oder auch auf die Fußsohlen oder unter die Fußsohlen. Da ist die Haut recht großporig. Und natürlich wieder vernebeln, direkt mit unterschiedlichen Ultraschallverneblern, zum Beispiel. Nur bitte natürlich nicht in einer Duftlampe, damit töten Sie die wertvollen Inhaltsstoffe. Bitte aufpassen wegen Augen und Schleimhäuten. Da sollten Sie einfach den Kontakt vermeiden. Auch aufpassen wegen Kindern, erst so ab 7 Jahre. Und natürlich schwangere, stillende Mütter, Menschen, die Medikamente zu sich nehmen müssen. Oder auch einfach ja, diejenigen, die sich nicht gut fühlen, die krank sind, die bitte erstmal ihren Arzt zu Rate ziehen.